Hi, Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich Russell Rye. Russell's Reserve 6-Year-Old Straight Rye. Also Leute, dieses Video habe ich schon vor einigen Monaten schon gedreht. Wer meinen Channel aufmerksam verfolgt, hat gesehen, wie es ein Rye Challenge gab. Und da war Russell's Rye da drin. Ein Tag zuvor hatte ich diesen Video gedreht. Und irgendwie meine Speicherkarte hat dann da eine Macke gehabt und dieses Video war nicht hundertprozentig abzulesen. Ich konnte die Datei runterladen, aber ich konnte sie nicht anschauen, weder das noch verarbeiten. Ich habe eine einzige Seite online gefunden, wo ich das irgendwo in Russland, Ukraine, ich habe es hingeschickt. Die sagen, kein Problem, machen wir gerne für dich, kostet nur 85 Euro. Ich sagte, die Flasche kostet keine 85 Euro, das mache ich nicht. Und da habe ich noch ein Sample mir besorgt und dann kann ich es wieder hier testen. Whiskey Base 20814. Russell's Reserve war nett, aber es war nicht so gut. Bei meiner Blindverkostung hat das denn nur Platz 3, glaube ich, denn da bekommen. Denn da hatte mein Smooth Ambler, auf dem ich die Flasche danach gekauft habe, Rye, Straight Rye Whiskey, 7 Jahre alt, gewonnen. Und da gibt es auch, ich betone immer wieder, die Samples unten könnt ihr auch was holen und dafür auch was probieren. So, 65% Roggen, 23% Mais und 12% gemalzte Gerste. Doppel Gold in San Francisco und hat sogar zwischen 96 und 100 Punkte bei. Auch gewonnen bei einer, keine Ahnung, habe ich nicht aufgeschrieben, wo das war. Und es war Best Rye Whiskey des Jahres einmal gekürt. Interessant. Wild Turkey steckt eigentlich dahinter. Also den Russell's Reserve Bourbon habe ich gemacht. Und seit 1945 ist der Master Distiller Jimmy Russell. Und jetzt ist der Sohn Eddie Russell. Und ihm zu Ehre gibt es hier diese wunderbare Sache. Denn Single Barrel Rye gibt es und es gibt den 6 Jahre alten Rye, den ich hier habe. So, seit 2007 gibt es den hier auf dem Markt. Und das ganz Interessante dabei ist es, dass hier kommt wirklich wesentlich weniger Prozente in den Fässern. Man dürfte eigentlich so von mir aus so 70 bis 75% denn dort reintun in diese Fässer. Alkoholvolumen, das machen sie ganz wenig. Damit es wird weniger reingetan, sodass es gut schmeckt, weil man weniger Wasser hinzutun muss, wenn man es abfüllt. 45% hat ein paar Umdrehungen mehr als die normale 40. Alligator Charred Fässern und die sind handausgewählt. Denn es gibt Wild Turkey Rye und das ist die handausgewählten Flaschen vom Wild Turkey, wenn man es so will. 6 Jahre lang gereift. 60 Euro kostet das Zeug. Finde ich ein kleines bisschen zu viel. Keine Ahnung. So, lass uns mal hier sehen. Was sagt meine Nase? Ist das eine schöne Rye? Okay. Also meine Nase sagt, es ist eher ein junger Rye. Es gibt der Lot. In meinem Gehirn habe ich schon mal erzählt, es gibt so ein Spektrum bei Ryes. Ich habe schon, keine Ahnung, 30, wenn nicht schon mittlerweile 40 verschiedene Ryes probiert. Es gibt meine, ich sage auf dieser Seite hier, meine Lot 40. Eine dunkel, würzig, eine richtig schöne, wohltuende Rye. Bisschen süßer auch ist er, ein bisschen Molasses ähnlich. Und auf die andere Seite habe ich meine jungen Wilden, nenne ich sie. Die sind scharf, die sind prägnant, das ist Sauerteig noch da drin, da ist wirklich noch Kante. Und wenn ich auf diesen Spektrum, den hier schaue, dieses Russell, ich muss hier schauen, diese Russell Rye, dann ist er nicht bei Lot 40, er ist auch nicht ganz bei den jungen Wilden, sondern hier. Also hat ein ganzes Stück weit zu gehen, bis er dann ankommt, wo er sein sollte, aus meiner Meinung. Die Scotch Test Dummies haben gerade eben eine, gerade eben schon 2, 3 Wochen ist mittlerweile her, eine Rye Shootout gemacht. Und auch da war, gewann bei der einen war das Pikesville
auch eine 6 bis 7 Jahre alte. Und beim anderen war das hier den. Oh, mein Gedächtnis lässt nach. Die haben beide miteinander gekämpft, welche die auswählen. Und da war auch eine 7 Jahre alte. Ich glaube, das war Michters, oder? Wow, ich muss echt nochmal schauen. Und das war bei beiden von den. Da war wirklich eine Dunkelrei, der gewonnen hat. Der 1776 habe ich zwar hier nur im Bourbon, aber der 1776 Rye Fassstärke, der sagt, das haut dich im Gesicht und sagt, hier bin ich bin ein Rye. Und du sagst, yes, ma'am, nochmal bitte. Und das ist es nicht. Das ist hier auf dieser Seite, die jungen Wilden. Und das, ich habe lieber denn dieses alten, ein bisschen gemächlich, ein bisschen tiefgründige Rye. Und der ist es nicht. Also nicht verkehrt verstehen. Russell Rye ist nett, zumindest an der Nase. Aber der ist nicht jetzt hier das, wo ich schreibe meine Mutter an und sage, Mama, Mama, ich habe den besten Rye der Welt probiert. Gar nicht. Also, und das finde ich echt schade, denn ich glaube, Wild Turkey könnte was Besseres auch herstellen. Aber was ich tatsächlich in der Nase habe, ist viel Mais. Und das ist vielleicht mal unser Problem. Denn mein Lot 40 zum Beispiel, der war auch dann hundertprozentig Rye. Wenn ich richtig im Gedächtnis habe, 90% gemälzte Roggen und 10% ungemälzten Roggen. Und das macht schon einen Unterschied, was man dann auch nimmt. Ich habe irgendwo hier auch, oh ja, hier habe ich meine Jack Daniels Rye Whiskey. Also darauf freue ich mich. Ich habe den schon mal gehabt und ich habe nochmal mir ein kleines Sample hier auch bestellt. Also ich werde gleich einfach einen Vergleich machen damit. Da habe ich lange das nicht mehr im Glas gehabt. Und ich war so begeistert von den Jack Daniels Rye. Hätte ich nie gedacht, dass ich von irgendetwas vom Jack Daniels so begeistert sein könnte. Aber das Zeug ist richtig, richtig gut. Also, ja, Roggen habe ich. Ja, ein bisschen Hefe, ein bisschen Sauerteig habe ich. Ein bisschen auch habe ich hier Clay und Honig, aber das ist alles, nicht viel. Für 60 Euro ist das schon ein bisschen heftig für das so eine Nase, was ich hier kriege. Der riecht ein bisschen tatsächlich nach Wild Turkey, einen guten Wild Turkey. Ich habe jetzt hier, ich erzähle immer, ohne zu testen, den Rare Breed wieder hier einfach mal. Das war bei einem, ich sage einfach mal, Kumpel online bei Facebook, bei whisky.de, eine Anbruchsflasche. Und ich habe gesagt, hier, nehme ich. Und das ist auch eine gute Sache mit dem 56,4%, glaube ich, ist es immer wieder. Jo, genau richtig erwischt. Eine Mischung aus einem, oh ja, genau, eine Mischung aus einem Smooth Ambler mit 50% Rare Breed, da kommt man dann hier auf Russell's Rye. Und das ist einfach zu schade. Ja, gut. Wenig Roggen. Wenig Roggen, wie ich das gerne habe und kenne und liebe. Ja, einiges an Süße, also guten Mais da drin. Also die 6 Jahre sind fast genau richtig, würde ich heute sagen. Allerdings, der Alkohol ist dann da. Und ist die gesamte Zeit aus Unterton. Der stört nicht, aber er ist da. Süße ist dann da, Clay ist dann da, ein bisschen Roggen ist dann da, ein bisschen Holz ist dann da. Aber da fehlt ein kleines bisschen was. Oh, ich werde richtig, richtig anspruchsvoll mittlerweile. Nachdem ich den Hirsch Select 25 Jahre alte Rye hatte und auch nicht zufrieden war, nachdem ich für mein 300. Video den Booker's Rye hatte und begeistert davon war, das ist erstaunlich, was sie mit 7 Jahren da hingekriegt haben beim Booker's. Ja, Nase gut, Mund gut. Es wird alles ein 2 sein, aber na, Preis-Leistung für 60 Euro nicht. Aber das ist solide 2.
Kommt rein, süß, Clay. Ich sage eine helle Roggennote. Alkohol ist dann da, aber nicht so viel. Ein bisschen Holz kommt oben drauf. Dann kommt wieder hier diese Roggen, kommt diese Gewürze, kommt diese Holz ein bisschen da rein. Und der Abgang ist mittel. Ein bisschen süßer als alles andere. Holz ist, das ist erstaunlich. 6 Jahre im Holz bei Wild Turkey und der Holz überwiegt nicht. Das finde ich gut. Aber 60 Euro, Leute. Solide 2. Preis-Leistungs-Verhältnis 60 Euro, 3 minus. Es gibt Dinge, die wesentlich besser schmecken. So. Ach komm, Leute, ich habe heute Lust darauf. Ich hole mir noch 2 Gläser. Ich mache eine inoffizielle Whisky-Tasting mit euch. Ich kipp hier ein bisschen von meinem Smooth Ambler Rye. Hier nach. Auch die Farbe ist auch schöner und besser. Aber 7 Jahre, ja? Und dann habe ich hier mein Jack Daniels Rye. So, wie steht es hier? Genau. Abgefüllt am 11.04.2016. Ja, mit meinem Smooth Ambler bin ich ein bisschen hier großzügig gewesen, auch ganz bewusst. Schaut euch einfach mal die Farbunterschiede an. Ihr könnt es jetzt schon hier sehen, dass da auf jeden Fall mein Jack Daniels dunkler ist. Und da könnt ihr hoffentlich auch sehen, auch obwohl da weniger von Jack Daniels drin ist, ist es Smooth Ambler auch da eindeutig da auch dunkler. Also die 7 Jahre im Holz hat denen den gut getan. Ich weiß genau, wie hier mein Russell's schmeckt. Ich gehe einfach mal hier hin zu meinem Smooth Ambler. Wow. Oh. Da ist Roggen. Wow. Genau wie ich es gerne habe. Alkohol ist auch gut da eingebunden. Wie viel Alkohol habe ich jetzt hier? 49,5%, also ein paar Umdrehungen mehr. Das Zeug ist wirklich viel, viel besser und ich habe keine 40 Euro dafür bezahlt. Der Jack Daniels Rye, 99 Euro momentan bei drinkology.com oder .com. Ist schwierig, den zu kriegen. Ich hoffe, das wird normal importiert irgendwann mal und dass wir einen Preis haben vom Jack Daniels Tennessee Rye Whiskey von, sagen wir mal, 50 Euro. Und jetzt ist auch für mich interessant, eigentlich sollte ich Russell's Rye probieren, aber eigentlich vergleiche ich die beiden zu sehen, ob mein Tennessee Rye, Jack Daniels Tennessee Rye Whiskey mithalten kann oder nicht. Jein. Also, ja, aber wenn ich wirklich ein Roggen Rye Whisky haben möchte, Smooth Ambler ist gut, bis hin zu sehr gut. Der Tennessee Jack Daniels Rye Whisky hat diesen typischen Single Cask JD Geschmack. Ich weiß nicht, ob es durch diese Holzkohle-Verfahren, was sie da anwenden, in Tennessee Whiskey, der das einfach mal ein bisschen anders schmecken lässt. Diese Roggen kommt nicht ganz so durch. Aber gut. Aber am Ende ist dann hier eher ein Alkohol, der sich da meldet, aber ganz weich ist. Und ganz zum Schluss nochmal hier mein Russell's Rye. Und wahrscheinlich werde ich so machen, werden wir sehen. Interessant, verglichen mit diesen beiden habe ich doch endlich ein paar Tannin. Da sind ein paar Bitterstoffe, die da reinkommen in meinen Mund. Ja. Nee. 1, 2, 3 bleibt bei dieser Reihenfolge auf dem Geschmack her. Also der Smooth Ambler, Leute,
Holt euch ein Sample, holt euch die Flasche. Ich kann es echt nur empfehlen. Russell's Rye, 6 Jahre alt, 60 Euro. 45% ist eigentlich hier der Premium-Sektor von Wild Turkey. 65% Roggen, 23% Mais, 12% gemälzte Gerste. Double Gold in San Francisco. Kann ich bisher noch nicht ganz so nachvollziehen. 96 bis 100 Punkte. Best Rye Whiskey Americas. Nee, tut mir leid, aus meiner Sicht nicht. Kann ich echt nicht so sagen. So, das war meine Meinung. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Immer liken. Unten auch dann schauen bei Amazon. Vielleicht auch was anderes kaufen, nachdem du auf diesen Link geklickt hast. Denn da kriege ich auch ein paar Prozente. Und meine Sample-Liste immer anschauen. Das ist auch ganz cool. Und ich glaube, ich habe zum dritten Mal denn hier mein Smooth Ambler angepriesen. Probier mal eine Flasche, ob eine 5 cl oder auch eine 10 cl Flasche. Beides ist hier möglich. Alles, alles Gute euch. Tschüss und bis demnächst.